Und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und heute möchte ich mal mit euch über das Thema reden. Reden. Oder besser gesagt über das Thema Fragen stellen reden. Also, ich habe vor kurzem meinen Geburtstag ein bisschen geplant und dann habe ich irgendwann zu meiner Mutter gesagt, ich glaube, das schönste Geschenk, das mir die Leute machen könnten, wären, wenn sie mich mal fragen würden, mich fragen, wieso ich etwas anders brauche, warum ich meinen Geburtstag nicht feiere wie jeder andere, warum ich nicht so viele Leute um mich herum mag. Und wenn sie dann nicht immer meine Familie fragen würden. Weil meine Mutter sagt immer zu mir, ganz viele Bekannte und Verwandte kommen auf sie zu und stellen ihr Fragen. Und sie wird immer zu jedem sagen, sie sollen doch zu mir kommen und mich fragen. Aber mir ist aufgefallen, es können gar nicht so viele Leute sein, weil bei mir ist noch nie jemand angekommen. Also mich hat noch nie jemand irgendwie was zum Thema Asperger gefragt, aus meiner Familie oder meinem Umfeld. Also die meisten Leute, manche beachten das, manche beachten es auch gar nicht. Und Fragen stellen tut man zu diesem Thema überhaupt nicht. Also, meine Mutter hat mir auch gesagt, dass es bei anderen Punkten ist, wo man den Leuten einfach keine Frage stellt. Es gibt so Dinge, wo wie scheint ein Tabu drüber ist und ich finde dieses Tabu, um ehrlich zu sein, total schwachsinnig. Weil ich würde mich freuen, wenn mich jemand mal fragen würde, wie ich das sehe, wie es mir damit geht, wie ich das mache, was bei mir da ist. Und klar, weil manchmal weiß ich auch keine Antwort. Es ist so Fragen, wie geht's dir damit? Da frage ich mich dann immer, was meint der andere? Weil, naja, ich gehe damit sicher nicht irgendwie jetzt irgendwo hin, gerade wenn ich hier sitze oder so. Oder solche Fragen wie, wie machst du das? Wo ich mir dann auch immer denke, ja, ich mach's halt einfach. Und da kann ich dann keine gute, adäquate Antwort geben, klar. Aber ich freue mich eben, wenn man mich fragt. Wenn man mich einfach fragt danach, wie es ist. Wenn man nicht einfach nur sagt, naja, die spinnt oder die ist ungewöhnlich oder die ist anders oder die ist schräg. Oder wenn man zu meinen Eltern geht und die fragt, sondern wenn man mich fragen würde. Weil ich bin die, die es hat. Ich bin die, die damit lebt. Ich bin die, die, die sagen kann, wie es ist. Jedenfalls bei mir. Und selbst wenn du 1000 Bücher liest oder 5000 Videos anguckst, am Ende des Tages hilft es immer nichts. Weil am Ende des Tages sind wir Asperger wie Blumen auf der Wiese. Wir sind alle irgendwie anders. Wir ähneln uns, aber wir sind irgendwie alle anders. Und da hilft es dann nicht, wenn man irgendwo liest, ah, der das Buch geschrieben hat, der isst gerne grüne Erbsen. Dann kann es wiederum sein, dass der andere sagt, ich hasse Erbsen. Und so ist jeder Mensch anders. Und wenn du nicht versuchst, den anderen zu fragen, was bei ihm die Besonderheit ausmacht, wie er es sieht, wie es für ihn ist oder wie es für sie ist. Wir wollen mal ein bisschen, wir wollen da jetzt auch mal die Mädchen einbeziehen. Dann kannst du nicht wirklich wissen, um was es geht. Und du kannst auch nicht irgendwie sagen, ich frage jetzt mal die Mutter oder den Vater oder den Onkel oder die Tante. Weil auch, oder irgendwie die eben oft mit der Person zusammen sind. Weil auch die wissen nicht, wie es in der Person selbst aussieht. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich glaube, das Schönste fände ich so für meinen Geburtstag, wenn wir einfach wenn wir zusammensitzen würden und sie mich endlich fragen würden. Wenn mich die Leute in meinem Umfeld fragen würden, was sie interessiert, wo sie es nicht verstehen, wo sie Hilfe brauchen, wenn zum Verstehen. Weil ich bin nicht böse, wenn man mir Fragen stellt, weil nur wenn man Fragen stellt, können sich die anderen auf dich einrichten. Und das finde ich so eine Sache, wenn du zum Beispiel so jemand bist, der sagt, frag mich dann nach nicht oder der dann patzig reagiert, auch wenn es eine Schwäche ist. Niemand kann Rücksicht nehmen, wenn er nicht weiß, wie es dir damit geht. Und wissen, wie es dir damit geht, kann der andere nur, wenn er fragen darf. Und da beißt sich die Kuh in den Schwanz am Ende des Tages. Weil wenn du denkst, Mann, sind die alle unsensibel? Und Mann, sind die gemein? Die beachten überhaupt nichts, was mich stört, was ich nicht mag, was ich nicht möchte. Dann
hilft es nichts, weil am Ende des Tages, woher sollen sie wissen, was dich stört, wenn sie dich nicht fragen können oder wenn sie sich nicht trauen zu fragen? Also ich möchte probieren, den Leuten anzubieten, frag mich, wenn du nicht weißt, was es ist. Frag einfach, ich beantworte gern die Frage. Ich habe mir schon vorgenommen, an meinem Geburtstag endlich mein Raschel-T-Shirt mit dem Raschel-T-Shirt, wo drauf steht, raschel nicht, wenn der Asperger naht. Das T-Shirt hat so eine lustige Geschichte. Immer wenn meine Mutter nach Hause kommt mit einer raschelnden Tüte, springe ich zu ihr. Und daraus haben wir eben diesen Witz gemacht. Und das ist eigentlich eher so ein Insider, aber ja, das ist eben sowas, wo wir beide drüber lachen können. Und ja, und ich habe mir schon überlegt, dass ich dieses T-Shirt einfach an meinem Geburtstag mal trage, weil dann sind die Leute mehr oder weniger dazu genötigt zu fragen, weil sie dann wissen wollen, was das T-Shirt bedeutet. Und so kann man, dann kann ich den Leuten nämlich endlich mal sagen, stellt mir halt die Fragen, ich beantworte gern. Weil ich bin der Ansicht, wir können die Welt nur dann verbessern, wenn wir wissen, wo das Verständnis des anderen aufhört. Und das können wir nur rausfinden, indem auch wir Fragen stellen. Zum Beispiel die Frage, warum verstehst du es nicht? Also ich möchte sie gern verständlich machen, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Sag mir, wo es bei dir hakt. Oder, aber natürlich nicht so im Sinne von, mein Gott, bist du dämlich, das müsstest du jetzt wirklich langsam verstehen, sondern eher so in diesem Sinne von, frag nach, weil ich weiß nicht, wo du nicht weiterkommst. Weil ich nicht weiß, wie weit du es verstanden hast. Weil ich eben nur weiß, wie weit ich es verstanden habe, weil ich nun mal damit lebe. Und da ist dann, auch wenn es sich jetzt ein bisschen blöd anhört, weil ich nicht unbedingt empathisch bin, aber da ist es dann wirklich wichtig, auch mal dem anderen die Möglichkeit zu geben, zu reden, aber eben auch zuzuhören. Und ich glaube, so funktioniert Kommunikation. Ach nee, wahrscheinlich irre ich mich da, oder? Mom? Mom bestätigt, so funktioniert Kommunikation eigentlich. Es hilft auch nichts, wenn man dem anderen einen Vortrag hält, nach dem Motto, es ist so und so und so und so. Sondern da ist wirklich dann wichtig, auch mal den anderen die Fragen stellen zu lassen, die ihn beschäftigen. Und ja, je mehr Fragen der andere stellt, je mehr versteht er's und je mehr er es versteht, je mehr kann er dann vielleicht auch Rücksicht auf dich nehmen oder auf mich oder auf alle Asperger. Und ist es nicht eigentlich das, was man möchte, dass jeder irgendwie Rücksicht auf den anderen nimmt? Weil es ist so was, wo ich immer sagen muss, das ist was, wo ich extrem, ja, wo ich am Ende von jedem Geburtstagsfeier immer extrem depri war oder so, weil ich das Gefühl hatte, ich sitze jetzt hier an dieser Kuchen- und Tisch Kaffee- und Kuchenrunde, habe aber eigentlich gar keine richtige Lust auf dieses ganze, ja, Reden über Sachen, die eigentlich gar nicht interessant sind, oder Reden über das Wetter, entschuldigt, dass ich das so sage, aber die Furunkel oder die Hämorrhoiden am Arsch von irgendwem. Und weil irgendwann, und das sage ich euch bei jeder Geburtstagsrunde, bei uns in unserem Umfeld, kommen die Themen Krankengeschichten auf. Ich weiß nicht, was es ist, aber es kommen alle Krankengeschichten auf. Nur eben eine nicht, nämlich die Frage nach, wie ist eigentlich als Leben als Asperger? Das ist so, alle möglichen Krankengeschichten werden beleuchtet. Das gebrochene Bein von Hinz, der angeknackste Fersensprung von Kunz, aber das, wo ich sagen würde, fragt mich, ich möchte mit euch reden, ich möchte euch meine Welt erklären, ich möchte, dass ihr meine Welt besser verstehen könnt, weil nur wenn ich es erzählen kann, habe ich eine Chance, dass ihr meine Welt besser versteht. Und es ist doch eigentlich was schön ist, wenn man die Welt des anderen besser versteht, oder? Ich meine, ich versuche ja auch die Welt der Nicht-Asperger etwas besser zu verstehen und es ist ja ein Lernprozess. Und wenn Sie mir Fragen stellen, dann lerne auch ich dazu. Weil je mehr Fragen mir gestellt werden, je schneller weiß ich, wo es bei anderen Leuten passieren kann, dass es hakt. Und dann kann ich es wiederum bei dem Nächsten, dem ich es erklären muss, vielleicht gleich bedenken. Und damit machen Sie mir dann auch das Leben einfacher, wenn Sie mir die Fragen stellen würden. Weil, ja, ich habe nichts, wo ich sagen würde, es ist. Ich rede nicht drüber.
Ganz ehrlich, ich bin da ganz offen. Glaube ich, wenn es hochkommt, fünf, sechs Sachen, die ich, glaube ich, nicht bereden würde. Aber das würde ich dann auch sagen. Und das ist eben das Ding. Ich kann, wenn man nicht fragt, kann der andere auch nicht sagen, was ihm unangenehm ist. Und wenn die Fragen nicht gestellt werden, kommen wir einfach nicht weiter. Und deswegen mein Tipp an alle da draußen, wenn ihr Asperger seid, sagt euren Umfeld, fragt mich. Fragt mich, was auch immer euch interessiert. Wenn ich es nicht weiß, dann kann ich es euch sagen, aber fragt mich. Weil nur wenn ihr mich fragt, kommen wir weiter. Und an alle da draußen, die nicht Asperger sind und dieses Video gucken vielleicht, fragt uns. Weil wenn ihr uns nicht fragt, kommen wir alle nicht weiter. Und ein Zusammenleben kann nur dann funktionieren, wenn man miteinander gut umgehen kann. Und nur wenn man weiß, wo die Problematiken, die schwierigen oder die Schwächen des anderen sind, kann man daran zusammen Lösungen suchen. Und wer weiß, vielleicht bist du da draußen derjenige, der die Lösung findet, zum Beispiel das fürs Problem mit dem Wasser oder irgend sowas. Ja, irgendwie, wenn du fragst, wieso magst du Wasser nicht und dir das dein Verwandter dann erklärt und dir dann plötzlich so eine super Idee einfällt und die dem dann hilft, wer weiß. Und glaubt mir. Ohne diese Fragen kommen wir nicht weiter. Also, ja, das war mein heutiges Video. Ich hoffe, es sind keine Fragen, aber es sind einige Fragen aufgekommen. Aber ich hoffe, ich habe auch ein paar Fragen beantwortet. So, jetzt habe ich. Und ich jetzt für jedes Mal, wenn ich das Wort Frage oder Fragen in Cent bekommen hätte, wäre ich jetzt Multimillionärin, habe ich so das Gefühl. Und trotzdem sage ich jetzt Folgendes: Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte euch alles, wenn ihr mögt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und im einen oder anderen auch ein fragereiches Wochenende, wer mag. Und wer nicht mag, dem wünsche ich ein fragefreies Wochenende. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao.